Auf Platz 10 sind Mara Randa und Soltage mit Deria. Mara Randas Stimme steht neben Instrumente wie Dudelsack und Drehleier im Mittelpunkt, die für mittelalterliche Stimmung sorgen. Das täuscht darüber hinweg, dass die Lieder sehr wohl zeitgenössisch sind. Sie klingen überwiegend mediterran und sind abwechslungsreich. Auf Platz 9 ist Babat Mal mit dem Album Television. Man hatte Babat Mal schon fast vergessen, in den 8 Jahren seit Erscheinen seines letzten Albums. Doch was er mit Television vorlegt, ist der Versuch einer Neudefinition westafrikanischer Popmusik, wohlklingender musikalischer Fortschritt, der neu und alt verbindet. Auf Platz 8 sind Do Out mit Ping Kong. Die beiden Köpfe von Do Out haben einen nordafrikanischen Hintergrund. Jean-Pierre Chamat verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Tunesien, während Mehdi Habdat aus Algerien kommt. Beide leben in Frankreich und haben einander vor 3 Jahren kennengelernt. Mariam mit dem Album Welcome to Mali sind auf Platz 7. Die aus Mali stammende Sängerin Amandou und Mariam verzücken ein weiteres Mal unsere Ohren mit dem Album Welcome to Mali. Die beiden, die manchmal das blinde Duo aus Mali genannt wurden, sind heute international bekannte Künstler. Das neue Album ist die Möglichkeit, einen außergewöhnlichen Werdegang darzustellen. Auf Platz 6 Denarion mit Immedian. Mit Immedian Comprehension steht nun das 4. Album in den Läden und erneut ist Denarion ein Meisterstück gelungen. Elektrische Gitarren, Bass, Trommeln und vor allem die Call and Response Gesänge sorgen für immer neue hypnotisierende Klangwelten, die Denarion so prominente Fans wie Robert Plant, Carlos Sananta und Bruno beschert haben. Auf Platz 5 sind Nova Lima mit Koba Koba Remix. Jahrhundertalte afrikanische, indianische und spanische Traditionen, peruanische Musikstile wie Lando, Marianilla, Fiesto, sie alle sind in der Gegenwart angekommen. Nova Lima sei Dank. Koba Koba, die dritte, anfangs 2009 veröffentlichte CD der Band aus Lima, ist eine Entdeckungsreise und ein großer Wurf. Platz 4, Dub Colossus mit In a Town Called Addis. Hinter dem mächtigen Namen Dub Colossus verbirgt sich der Komponist, Produzent und Musiker Nick Page. Page zählt nicht nur zu den Mitgründern von Trans Global Underground und Table of Sounds, sondern hat auch schon mit Lost Del Abio und Natasha Alters zusammengearbeitet. Auf A Town Called Addis widmet er sich der 1500 Jahre alten Musiktradition Äthiopiens. Auf Platz 3 Justin Adams und Jutley Camera mit Tano Lies. Bei Justin Adams und Jutley Camera lohnt es sich hinzuhören. Sie haben ein großartiges Album, bei dem die Musik Gambias und britischer Punk verschmelzen. Abwechslungsreiche Rhythmen, die nicht stillsitzen lassen. Auf Platz 2 sind Staffbänder Billy mit Tretre vor. Staffbänder Billy sind eine Gruppe querschnittsgelähmter und polykranker Straßenmusiker. Ihre Musik aber lässt ihre Lebensumstände vergessen, denn sie ist kraftvoll und harmonisch. Sie spielen Blues, Reggae, Funk in speziellen entwickelten Dreirädern auf einer einseitigen Konservendosengitarre. O
Oumou Sangare zählt zweifellos zu den großen weiblichen Stimmen Afrikas. Bereits ihr Debüt Mosululu 1989 machte sie über Nacht zu einem Superstar in ihrer Heimat Mali. Mittlerweile zählt die sozial engagierte Frau neben Salif Keita zu den musikalischen Aushängeschildern des westafrikanischen Landes. Mit Seya, Freude, meldet sich Oumou Sangare nach 6 Jahren Pause zurück.